Noch eine verschlossene Tür. Noch eine verschlossene Tür? Ist dieser Stuhl nicht schon Herausforderung genug? In der Nähe der letzten Tür lag ja der Schlüssel. Also wird das bei wird das bei diesem hier auch wohl so sein. Wir müssen den Schlüssel für diese Tür finden und zum Öffnen der Tür mit ihm interagieren. Also ich denke mal, dass das nicht absichtlich ist, dass die Quests hier schon angezeigt werden. Ich glaube, das haben sie vergessen einzuprogrammieren, dass die nacheinander angezeigt werden. Unglaublich aber wahr, in diesem eingestürzten Tunnel gibt es doch tatsächlich drei verschlossene Türen. Aber wir wissen ja jetzt, wie es läuft. Seht euch nach einem herumliegenden Schlüssel um. Erkundet die Räume. Dieser Tunnel kann doch nicht nur aus Tunnel bestehen, oder? Irgendwo müssen noch ein paar Räume enthalten sein. Wir sollen uns nach solchen Räumen umsehen. Wer weiß, welche Schätze wir dort finden können. Die zu Hause werden beeindruckt sein. Kein Stein auf dem anderen. Wieder 500 Blöcke graben. Ich weiß, dass König Vater von uns erwartet, so viele Basen wie möglich wiederherzustellen. Wenn einmal die Zeit gekommen ist, dass wir jedes einst verlorene Land zurückerobert haben, so brauchen wir schöne Basen, in denen wir leben können. Wir sollten diesen Zwergen wohl so gut wie möglich freiräumen. Wir sollten diesen Tunnel wohl so gut wie möglich freiräumen, damit wir Zwerge in Zukunft besser einsetzen können. Ein paar hundert Blöcke sollten vorerst ausreichen und sparen. In diesem Tunnel kann es doch nicht nur Erde geben. Irgendwoher müssen noch wertvolle Rohstoffe liegen. Nun ja, wenn wir dieses Gebiet eines Tages wieder zur Pracht zurückführen möchten, dann werden wir eine gewaltige Menge an Rohstoffen benötigen. Wir sollten außerdem nicht vergessen, dass wir in unserem Lager Platz für derartige Reichtümer schaffen sollten. Also ja, eine Schatzkammer müsste dann auch her. Und da ist auch Bedrock, okay. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr auch mal in der Richtung ausgrabt. Hier wäre wieder Turmalin. Turmalin wäre immer gut. Und ja, ich grab mal das Turmalin hier einfach aus. Hier wäre noch mehr Stein. Ja, das da ist Marmor, das da ist Stein. Viel Erde gibt es leider nicht für Pflanzen, aber ich sollte schon mal die ersten Pflanzen platzieren. Wie immer 4 Karotten, 4 Holzpflanzen. Die eine war falsch. Aber die können wir ja umsetzen, so. Und da sollten wir uns so bald wie möglich noch einen Arbeiterzwerg, also einen Jungzwerg holen. Damit wir den zu einem... Den wir jetzt haben, zu einem zweiten Arbeiter machen können und den anderen zu einem Soldaten. Und ja, die einzige Spur, die wir haben... Achso, wir sehen den Tunnel ja schon. Okay. Und da sind die anderen Tunnelstücke. Gut. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, hier für alles Platz zu machen. Mit meinen beiden Bergarbeiterzwergen. Also ich will erstmal 3 Militärzwerge und dann 2 Bergarbeiter und dann noch. Also erstmal will ich einen Arbeiterzwerg, dann 2 Militärzwerge. Ja doch, du kannst schon mal trainieren, weil den anderen. Die anderen beiden werde ich erst auf Stufe 4 verbessern. So, wir haben wieder 750. So, dann kann der trainieren gehen. Ja, und hier hinter ist auch wieder Bedrock.
Gucken wir mal, was hier hinter liegt. Wir müssen ja eh genügend Blöcke ausgraben auch. Und ja, auf das Stück Eisen setze ich dann einen Holzblock drauf, dass ich den überbauen kann später. So, mein Arbeiterzwerg, der ist faul. Mein Forscher forscht, das ist gut. Oh, da wäre noch mehr Gold. Ja, das werde ich dann auch mit Holzblöcken überbauen müssen. Man sieht ja, wir kriegen später genügend Holz zusammen, um die zu bauen. Also, es ist am Anfang nur etwas happig. Und ja, die grabe ich auch schon mal aus. Dann werden einfach meine Zwerge später rausgefordert. Und genauso werde ich hier dann Holzblöcke platzieren. Also erstmal werde ich Brücken drüber setzen. Aus Holz. So. Und hey, hier wäre auch noch ein bisschen Erde, die wir bebauen könnten. Also ja, ich hoffe, dass mein Forscher bald den nächsten Forschungspunkt frei hat. Oh, hier unter, drunter ist auch noch mehr Bedrock. Gut zu wissen. Oder ich warte einfach, bis er mir jetzt schon mal genug Holz liefert und mache wenigstens den einen Block dahin. Okay, der erste Forschungspunkt, der dauert leider noch ein bisschen. Wenn man sieht, genug Pflanzen hätte ich schon mal. Ich bräuchte nur noch einen zweiten Arbeiterzwerg. Einen von der Sorte. Damit ich die auch schnell abbauen kann. Und meistens reichen zwei Arbeiterzwerge. Vor allem, wenn ich sie verbessert habe. So, jetzt kann ich euch mal zeigen, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Also euch gezeigt. Block platzieren und fertig. Ah ja, okay, er muss noch gebaut werden, der Block natürlich. Aber für den Rest gibt es dann erst einmal Brücken. Kann ich jetzt schon mal anfangen zu platzieren. Ganz normale Holzbrücken. So, genau so nämlich. So, hier und hier können auch noch runtergegraben werden. Und er hat schon mal Level 5 erreicht. Gut, bei dem anderen Jungzwerg warte ich auch, bis er 5 erreicht hat. Und beim nächsten dann auch. Das wird hier eine etwas gemütlichere Mission, sofern ich sie noch in Erinnerung habe, weil es ziemlich viel straightforward ist. Also ja, hier sind wir auch gleich mit dem Ausfüllen fertig. Da müssen nur noch die paar Rohstoffe ausgegraben werden. Und hier platziere ich noch eine Karottenpflanze. Etwas im Abseits, aber okay. Ich bin klug. So. Die können alle begangen werden. Die können begangen werden.
So. Jetzt sind alle Felder begehbar. Jetzt haben wir die Farm zu 100% ausgelastet. Was ich sehr gut finde. So, grab das noch aus. Und du kommst da jetzt raus. Das können wir nämlich auch von hier oben aus ausgraben. Und Forschungspunkt und gut. Da kann ich noch nicht setzen und ich habe nicht genug Holz. Okay. Alles kein Problem. Du wirst auf Level 4 zum Arbeiter. So, gucken wir gleich mal nach der nächsten Forschung. Bessere Trainingssachen, weil ich in die Soldatenspezialisierung gerne möchte. Ja. Bevor wir dann in die Richtung graben, müssen wir erst ein bisschen warten. Mein Forscher ist schon mal wenigstens Level 3 geworden. Der ist bald Level 4. Dann werde ich den zum Arbeiterzwerg machen. Und wieder nicht genug Holz. Sei es drum, es kommt gleich wieder welches rein. So, dass wenigstens das hier besser begehbar ist. Ja, und dann werde ich mal kurz ein bisschen die Zeit schneller laufen lassen. So. Dass die beiden hier ein bisschen schneller aufleveln. Dass ich wenigstens den Arbeiterzwerg noch einstellen kann, bevor wir dann gleich einen Cut machen müssen. Mhm. Stufe 4. Die beiden würde ich eigentlich gerne in diese Richtung graben lassen. Oh, hier ist ja noch mehr Gold. Ja, einen Golddinger kannst du noch ausgraben, aber dann wäre es Goldverschwendung, das Gold auszugraben. So, dann grab mal hier durch weiter. Hier ist nämlich gerade kein Gold im Weg. So. Du wirst jetzt noch ein Arbeiter. Du kannst das hier noch ausgraben. Jo. Und dann würde ich sagen, hier tue ich mal das Spiel speichern, ja. Und dann geht es zurück zur Welt. Ja, speichern wir nochmal. Ah, ich habe es wieder nicht angewählt. Und dann hoffe ich einfach mal, dass dieses Mal nichts mit der Aufnahme schiefgegangen ist, wie das letzte Mal. Weil sonst wäre das irgendwie ärgerlich. Also gut. Dann mache ich jetzt meinen Cut und wir machen dann das nächste Mal weiter mit dem Tunnel. Also, bis dann.